Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zu Ihrer Lokalzeit aus Dortmund. Ja, fällt Ihnen irgendwas auf? Bin ich vielleicht etwas dünner als sonst, wenn Sie mich hier so angucken? Auf der Fotokina, der weltgrößten Fotomesse, die zurzeit in Köln stattfindet, ist eine ziemlich skurrile Neuheit vorgestellt worden. Ein Fotoapparat, der Menschen automatisch dünner aussehen lässt. Bei uns hier, bei unseren Kameras, wird alles 1:1 dargestellt, so wie ich jetzt hoffentlich auch wieder. Und so sind auch unsere Themen hier dargestellt. Neue Hoffnung. Endlich kann die krebskranke Tanjen behandelt werden. Neuer Gegner. Beim Handballpokal spielt Eintracht Hagen gegen HSG Düsseldorf. Und neue Quelle. Streit über das Trinkwasser aus der Haspertalsperre. Ja, und schon wieder müssen wir unsere Sendung mit einem schweren Unfall aufmachen. Ein Toter, ein Schwerverletzter und 13 Kilometer Stau. Das waren die Folgen des Unfalls heute Morgen auf der A2 Hannover Richtung Oberhausen auf der Höhe von Dortmund-Mengede. In einer Baustelle war ein Autofahrer aus der Spur geraten und auf ein gegenkommendes Fahrzeug geflogen. Der Fahrer dieses BMWs hatte überhaupt keine Chance. Der Fahrer dieses Wagens lebt noch, wenn auch verletzt, im Krankenhaus. Der 19-Jährige war wohl zu schnell in die Baustelle gefahren. Das steht noch nicht fest, wird aber, da die Straße trocken war, von der Polizei als wahrscheinlich angenommen. Er hat die linke von zwei verengten Fahrstreifen im Baustellenbereich benutzt. Hier kam es zu einer Berührung mit einem LKW. Wie diese Berührung entstanden ist, ob vorher eine weitere Berührung stattgefunden hat, steht zurzeit nicht fest. Auf jeden Fall nach dieser Berührung oder zweiten Berührung geriet dieses Fahrzeug außer Kontrolle, schleuderte in die Richtungsfahrbahn Hannover über die dortige Gleitschutzwand. Spätestens jetzt wurde das schon etwas ältere Auto des Fahranfängers zum unkontrollierten tödlichen Geschoss. PKW hat sich hochkant über die Gleitschutzwand bewegt. Und ist dann Richtungsfahrbahn Hannover im Prinzip runtergefahren, wo der andere PKW dann in dem Moment runterhergefahren ist oder fast runterhergefahren ist. Ist ihm also buchstäblich aufs Dach gefallen? So kann man es sagen. Auch eine richtige Leitplanke hätte da nicht helfen können. Der verstorbene 28-Jährige aus Herne konnte erst später aus dem Wrack geborgen werden. Das abgerissene Dach des BMW hatte auch den nachfolgenden LKW getroffen. Besondere Schwierigkeit für die Retter, der Unfall hatte sich an einer Baustelle auf einer Brücke ereignet. Problem war für uns, dass wir den aufgestauten Verkehr der Richtungsfahrbahn Oberhausen nicht zurückführen konnten. Der Verkehr wurde abgeleitet in den Kreuzen Dortmund Nordost bzw. Nordwest und an Anschlussstelle Mengede. Und für die Richtungsfahrbahn Hannover konnten wir den Verkehr zurückführen. Nur der aufgestaute Verkehr im Baustellenbereich konnte nicht zurückgeführt werden, weil der Bereich sehr, sehr eng ist. Das geht leider nicht. Die Autobahn 2 müsste für 4 Stunden voll gesperrt werden. Der Verkehr staute sich 6 Kilometer in beide Richtungen. Bestimmt können Sie sich noch an Tanjen erinnern, das vietnamesische Mädchen, das wegen eines Hirntumors in Hamm behandelt wird. Wir hatten davon berichtet. Erst war gar nicht klar, ob ihr geholfen werden kann, denn vor einer Operation braucht das Mädchen erstmal eine Chemotherapie und dafür war ursprünglich kein Geld da. Dank vieler Spenden hat die Behandlung jetzt aber begonnen und wir haben mal nachgefragt, wie es Tanjen damit jetzt geht. Schau die da. Beim Malefiz gewinnen und manchmal ein bisschen mogeln, das ist das Größte für Tanjen. Dann kann sie den Behandlungsstress auch mal vergessen. Die erste Woche Chemotherapie hat die 13-Jährige tapfer gemeistert. Dass sie dadurch allmählich die Haare ausfallen, verbirgt sie unter einem Kopftuch. Tanjen hat noch einen langen Weg vor sich. Hier im Hammer Marienhospital wird sie in den kommenden 6 Monaten behandelt werden. Die einzige Chance. Wir sind jetzt gerade ganz am Anfang. Der erste Block wurde praktisch fast verabreicht. Der nächste Teil und letzte Teil des ersten Blocks findet am Freitag statt. Und wir haben jetzt noch keine, sage ich mal, große messbare Veränderung in diesem nach außen gewachsenen Tumoranteil. Man kann davon ausgehen, dass man zu etwa 60% damit rechnen kann, dass das Mädchen eine Heilungsaussicht hat. Der Onkologe Heinz Dürk im Gespräch mit seinem Kollegen Heinrich Ebel. Der Neurochirurg der Hammer-Barbara-Klinik soll Tanjen nach der Chemotherapie operieren. Beide Ärzte arbeiten Hand in Hand und ihre Krankenhäuser sind gemeinsam für die Behandlung sogar in Vorleistung getreten. Andere Kliniken hatten die Behandlung Tanjens aus Kostengründen abgelehnt. Doch für die Geschäftsführer von Barbara Klinik und Marienhospital war die Hilfe für Tanjen trotz knapper Kassen, Gesundheitsreform und Streiks mehr als ein Rechenexempel.
Sorge haben wir eh im Rahmen der gesamten Krankenhausfinanzierung. Ist ja sicherlich nicht ganz einfach, was wir tun. Aber wir können den Menschen nicht nach Hause schicken. Das ist ein Kind, was sterben wird, wenn wir nicht helfen. Und das können wir nicht. Wir sind ein christliches Krankenhaus, christliche Krankenhäuser. Und da kann man sich nicht entziehen. Das war schon, wo man da mal rechnet und schaut, wo kommt man denn raus. Aber letztendlich muss ich sagen, die Entwicklung hat es bestätigt. Und wenn jetzt der Erfolg noch in der Heilung des Kindes einkehrt, dann kann ich nur sagen, dann sind wir auf der richtigen Schiene gewesen. Tan Yen nutzt die Zeit zwischen den Behandlungen zum Basteln und Spielen. Sie weiß, wenn sie wieder gesund und zu Hause ist, hat sie dazu keine Zeit mehr. Dann muss sie die 7. Klasse nämlich nochmal machen. 67.000 Euro sind bisher für sie gespendet worden. Das ist knapp die Hälfte der Behandlungskosten. Ihre Überlebenschancen haben sich deutlich erhöht und Tan Yen genießt jede Minute. Ja, und dass Tan Yen überhaupt hier in Deutschland behandelt wird, das hat sie dem Einsatz von Peter Milonoya zu verdanken. Er arbeitet als Entwicklungshelfer in Vietnam, kehrt diese Woche auch dorthin zurück und ist jetzt aber nochmal bei uns im Studio. Ja, wie sind Sie denn überhaupt auf Tan Yen aufmerksam geworden bei Ihrer Arbeit in Vietnam? Eine für sich durch Ihre Englischlehrerin, die wiederum bei mir Schülerin ist. Ich mache abends Kurse für Englischlehrerinnen in Lang Son. Und eines Tages kam dann die Lehrerin und sagt, Frau Frug mich dann, könntest du dem Mädel helfen? Dann habe ich mir das Mädel angeguckt, ich werde es versuchen, denn Finanzen sind auch nicht so stark. Bin dann in den verschiedenen Krankenhäusern gewesen. In Vietnam. War dann auch in Malaysia, in Singapur. Wurde überall negativ abschlägig beschieden. Und dann war meine letzte Rettung Deutschland. Und auch hier war es jetzt nicht schwierig am Anfang. Es gab kein Geld, das Mädchen wurde nicht behandelt. Hätten Sie gedacht, dass es auch hier so schwer sein könnte? Eine für sich nicht. Die ganze Situation hat sich so ein bisschen in eine Richtung entwickelt, die gar nicht voraussehbar war. Wir gingen davon aus, dass es mit Operationen getan war. So wurde uns auch gesagt, telefonisch allerdings. Und erst die neuesten Scans in Hessen haben dann bewiesen, dass es nicht mehr möglich war. Und dadurch kam dann die ganze Geschichte ins Rollen, dass es erst Chemotherapie sein müsste, bevor eine Operation stattfinden könnte. Und daher war die finanzielle Not auch da. Und jetzt ist die Familie erstmal auseinandergerissen. Der Vater und der Bruder von Tan Yen, die leben in Vietnam. Wissen Sie denn, wie es denen geht? Dem Vater, dem geht's gut, den Kindern geht's auch gut. Die leben bei der Großmutter momentan. Der Vater muss sich um seine Landwirtschaft kümmern. Ich werde die nächste Woche auch treffen. Die Kleinen, die Hirn hat auch bereits Geschenke für sie gemacht. Toll. Ja, wie ist denn überhaupt die Situation in Vietnam, also gerade das Gesundheitssystem? Für Europäer ist es ein bisschen schwierig, das nachzuvollziehen. Es ist nicht so sehr hygienisch wie hier in Deutschland. Man versucht das Beste. Ich bin sehr angetan von dem Engagement der Doktoren, der Professoren dort. Allerdings haben sie nicht die finanziellen und die maschinellen Möglichkeiten, die wir hier haben. Und was können Sie da vor Ort tun? Haben Sie da Möglichkeiten? Im Punkt der Medizin wenig. Ich kann nur nach Hanoi fahren mit ihr und dort versuchen, ihr zu helfen. Das, was ich auch getan habe. Aber letztendlich war Deutschland doch das Einzige, wo ihr geholfen werden konnte. Ja, Herr Milonoya, vielen Dank, dass Sie sie hergebracht haben. Wir hoffen natürlich, dass Tan Yen wieder gesund wird. Viel Erfolg bei Ihrer Arbeit. Danke, dass Sie da waren. Dankeschön. Ja, David gegen Goliath, das gibt es nicht nur beim Fußball im DFB-Pokal, sondern auch beim Handball. Der Regionalligist VfL Eintracht Hagen empfängt den Bundesligisten HSG Düsseldorf. Der ist natürlich ganz klar Favorit, aber der Pokal hat ja seine ganz eigenen Gesetze, das sagt man ja so gerne im Fußball. Außerdem drücke ich den Hagenern schon mal ganz fest die Daumen. Jörg Dirkes, hat das was genutzt?